Meister Fenrik, wo seid ihr? Ich bin hier, Sareth. Jetzt hört zu. In dem Raum vor uns steht ein Altar, darauf ein Artefakt in Form einer Spinne. Nimm es. Wir brauchen es, um an den Shantiri-Kristall zu kommen. Meine Stimme wird dich leiten. Und hab keine Furcht. Ich wache über dich. So weit, so gut. Nutze den Spinnenschlüssel, den wir gefunden haben. Zieh an den Hebel, Sam. Dann lauf durch das hintere Tor. Siehst du die Bretter rings um die Säule? Sie sehen dünn aus. Versuche, sie zu hinzuschieben. Sieht so aus, als müsstest du dort hoch. Spring an die Kette und klettere an ihr nach oben. Materielle Hindernisse sind für dich in diesem Leben das geringste Problem, Sareth. Nun hast du Gelegenheit, sie zu überwinden. Benutze den Zauber, den ich dir beigebracht habe, Sareth. Dann wird die Finsternis keine Geheimnisse für dich bergen. Schau, ob du die Truhe öffnen kannst. Man weiß nie, was man findet. Das Seil, Sareth. Kappe das Seil. Denk nach. Pass dich an. Gib der Kultur einen Tritt und sieh dir an, wie sie fällt. Vorsicht! Die Untoten sind hartnäckig. Schließ sie auf, dann bist du sicher, dass sie nicht wieder aufstehen. Ich gebe mein Bestes, dich zu heilen, Sareth. Nun wende die Nahkampftechniken an, die ich dir beigebracht habe. Lass mir einen Moment Zeit, damit ich diese Tür öffnen kann. Dunkelwächter, hier. Es sind Mietschwerter, aber ich kann die intrigante Hand der Nekromanten hinter ihnen spüren. Also sind sie auch hinter dem Shantiri-Kristall her. Tritt ihn über die Kante, kämpfe ökonomisch, sag. Versuch nicht zu fliehen! Nutze die Stacheln zu deinem Vorteil. Tritt ihn! Vergiss nicht, dass du parieren kannst. Zeig, was du kannst, bevor ich... Tritt deine Feinde in die Stacheln, Sareth. Schlagkraft dazu. Durchbreche seine Abwehr. Hier auch. Sieh genau hin und überleg. Wenn du die Bohnen zerstörst und die Bretter herunterfallen, was passiert dann? Spieß ihn auf, Sam. Damit beendest du es. Bleib sofort stehen, oder es wird hässlich. Hey, du! Ich gebe mein Bestes, dich zu heilen, Sache. Wenn er sich immer noch bewegt, durchbohre ihn mit dem Schwert. Du kannst deine Fähigkeiten noch eine Weile verbessern. Ich lasse das Fallgatter offen.
Und was nun, Master Fenric? Das war vorerst alles. Hoffentlich bist du bei der Lösung zukünftiger Aufgaben ähnlich erfolgreich. Das ist nur der erste Schritt auf vielen. Jetzt nimm den Kristall. Eine halbe Welt von hier entfernt wirst du eine neue Verwendung für ihn finden. Das war nur der Anfang heute, mein Junge. Lass uns nach Hause gehen. Dann zeige ich dir die nächste Stufe in deiner guten Weise. Zareth, mein getreuer Schüler, dein Vater wäre stolz, könnte er dich jetzt sehen. In die Künste der Magie eingeweiht, ein grimmiger und edler Kämpfer, du hast alles, was du brauchst, um deine Bestimmung zu erfüllen. Aber du wirst sie nicht hier erfüllen. Deine Zukunft liegt weit weg, in einem fernen Land. Ich schicke dich in die freie Stadt Steinhelm, zu einem Zauberer Menelag. Er und ich haben gewisse gemeinsame Interessen. Im Augenblick sucht er ein Artefakt namens Schädel der Schatten. Bedauerlicherweise kommt er nicht weiter mit seiner Suche. Zumindest nicht ohne das hier, den Shantiri-Kristall, den wir geborgen haben. Es war die Mühe wert, ihn zu bergen, meinst du nicht? Bring ihn zu Menelag und hilf ihm, den Schädel zu holen. Sobald du ihn hast, wirst du wohl wissen, was von dir erwartet wird. Indessen, mein lieber Junge, ich schicke dich nicht allein. Du brauchst einen Führer, einen Gefährten, vielleicht sogar einen Beschützer. Sie lehrt dich vielleicht noch ein paar andere Dinge. Wie lautet euer Befehl, mein Meister? Es reißt sich leichter allein als zu zweit, Zareth. Soll ich diesen Jungen beschützen? Fürchte dich nicht. Es wird nicht wehtun. Ach, übrigens, mein Name ist Usa.